Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Forscher. Und ihr seht schon, mit einem neuen Texture-Pack heute. Heute sehen wir nämlich auch die unterschiedlichen Holzarten. Und ich glaube, damit werden wir auch direkt anfangen. Warum habe ich mich für das Texture-Pack entschieden? Es sieht einfach... Ich find's besser auch mit diesen Glasscheiben, jetzt mit den Klaren. Und man sieht halt jetzt die unterschiedlichen Holzarten. Heißt, man kann jetzt auch unterschiedliche Gebilde und Farben und alles reinbringen. Und ja, das gehört ja eigentlich zu Minecraft dazu, zu den neueren Versionen, dass es eben die unterschiedlichen Holzarten gibt. Und deswegen sollten wir das doch auch nutzen. Hier müssen wir gleich aufpassen, jetzt nehmen wir unser Wasserdingens. Und ja, ich habe denn diese GLSL, glaube ich, heißt das Shader-Mod da mit bei. Ups. Wir sollten uns erstmal um neues Holz kümmern, glaube ich. Und jetzt sieht es auch so ein bisschen farblich alles frischer und fruchtiger aus. Ist eben ein neues Feeling. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte eigentlich ganz andere Shader-Mods probieren mit diesen Lichtern und Schatten, so bei Sonnenaufgang, Mondaufgang und so. Aber das läuft bei mir irgendwie nicht stabil. Ich habe jetzt so endlich eine Optifine-Version und diese Shader-Mod gefunden, die zusammen laufen. Hab dann auch aus demselben Tutorial die Zeus-Shader-Mod, also Zeus heißt sie, und auch noch eine andere ausprobiert. Aber ich krieg da wirklich ständig Abstürze. Ich weiß nur noch nicht warum. Also es ist so nach 10, 15 Minuten schmiert Minecraft einfach ab, so mit Java-Error-Dingens. Ich habe jetzt auch schon bei Java meinen RAM erhöht. Ich habe ja da genug Kapazitäten. Aber das hat auch nicht gereicht, dass er irgendwie out of memory ist, ohne richtige Meldung. So, heute gibt es ein paar Saplinge, ist mir gerade so aufgefallen. 4 haben wir schon. Habe ich bei den letzten Malen einfach nur... Hätte ich selber mal abkloppen sollen, glaube ich, oder einfach warten. Die verschwinden wohl recht zügig, wenn wir sie nicht einsammeln. So kommt es mir doch vor. Und ja, wenn euch das Texture Pack nicht gefällt, falls ihr das alte wieder haben wollt, aber mit den neuen fruchtigen Farben hier, dann einfach mal in den Kommentaren loswerden. Da können wir uns gerne darauf einigen, dass wir auch wieder das alte nehmen, falls euch das hier zu kitschig oder was ist. Gibt ja immer irgendeinen Grund. So, und dann nehme ich den Baum auch noch mit. Wir können den anderen eigentlich auch gleich mit runternehmen. Weil, warum? Wir wollen ja auch die Saplings haben. Dann können wir eigentlich schon wieder neu pflanzen gleich. Ich werde mal die Axt jetzt nicht an den Blättern verbrauchen. Die hat nämlich nicht mehr so viel Leben, wollte ich gerade sagen, am Start. Ach, was soll's. Geht ja ein bisschen schneller. Der machen wir halt doch kaputt. So, das war's schon. Und ich glaube, das geht auch gar nicht schneller, oder? Das geht in meiner Hand genauso zügig. Naja, alles umsonst. Saplings. Und was wollen wir heute eigentlich machen? Wir wollen heute uns erstmal einen Plan machen, was wir weitermachen mit unserer Grünfläche. Ich habe bei dem Shader-Mod-Geschichten, da bin ich natürlich ja auch... Ja, ich hätte gar nicht diese Welt nutzen sollen dafür. Ich hätte mal so eine Testwelt nutzen sollen. Ob es läuft. Ich bin jetzt mit der Shader-Mod-Geschichte zum Testen hier rumgelaufen auf unserer Let's-Play-Welt und hab da doch die eine oder andere Höhle gefunden, die wir beim letzten Mal übersehen hatten. Mitten auf den Wiesen oder da oben ist auch eine. Und da können wir uns ja auch gerne mal eine vornehmen. Auf jeden Fall muss ich die nochmal markieren. Ich muss die nochmal suchen. Das war ja gestern Abend und eben auch schon ein bisschen später. Ihr kennt mich ja. Da ist noch ein Zeppling. Und ja, da gucken wir uns gleich mal um. Ich stelle erstmal ein paar neue Bäumchen auf. Das ist doch dieses Holz, das dunkle, glaube ich, ne? Was wir brauchen für unseren Boden jetzt. Obwohl, eigentlich wäre da besser, wenn wir hellen Boden machen. Wir haben ja schon ein dunkles Dach. Und eine dunkle Scheune. Ich weiß noch nicht. Aber ehe wir hier Eichen finden... Nee, Eichen? Das sind jetzt Eichen, ne? Nee, das sind Fichten. Ehe wir Eichen finden, dauert natürlich auch wieder ein bisschen. Da hinten muss man uns irgendwo rumtreiben, glaube ich. Sonst gibt es hier keinen... Eichenholz, kommst du runter? Bitte. Ich weiß nicht, ob da noch ein Zeppling dran ist. Da hast du auf jeden Fall noch einer. Schwupps. Und dann werden wir uns mal Fackeln holen und mal hier oben die Höhle gerade gleich ausleuchten. Nachdem wir natürlich das mit dem Holz erledigt haben. Und zwar Fichtenholz, genau, das ist das. Ich denke mal, die Baumstämme brauchen wir ja gerade nicht. Und ich glaube, ich werde mich bestimmt gleich irren. Dann machen wir noch ein paar Sticks.
Steine haben wir natürlich jetzt alles draußen. Da werden wir dann mal unsere Werkbank aufstellen. Wir haben ja noch eine in der Kiste und ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade auf, Musik ist noch an und Schwierigkeitsgrad ist auch noch auf easy gewesen. Wir sind ja auf friedlich, weil ich es doch getestet habe, ob es Nacht Auswirkungen hat mit der Shader Mod. Ich weiß nicht, sollen wir die einfach im Bogen klatschen, einfach hier so ranstellen? Ist natürlich blöd, dass das jetzt nicht symmetrisch ist durch Asymmetrie. Wir hätten eigentlich 7 breit machen müssen, das ärgert mich so ein bisschen. Nee, da auf jeden Fall nicht hoch. Dann klatschen wir den einfach. Wir wollen hier noch Kisten reinballern. Oder hauen wir hier lieber 2 Öfen und... Hau den erstmal da rein. Wir wollen ja erstmal nur... Da sind Steine. Ups. Wir wollten uns erstmal eine Axt zaubern. Was ja hier auch jetzt endlich nach einer Axt aussieht. Tat es ja vorher nicht. Na doch, es war ja so eine Streitaxt. Aber wer fällt denn schon Bäume mit Streitachsen? Extend. Dieses Wort, ich hasse es so. So, das Wasser kann nicht verloren gehen, wenn wir das jetzt aufmachen. Oh. Und ich hoffe, ihr habt gerade nicht mein Handy gehört. Ja, und heute muss ich auf jeden Fall noch einiges aufnehmen. Weil ich ja ab Donnerstag unterwegs bin. Es war alles sehr, 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 sehr spontan. Ich wurde quasi auch gar nicht gefragt. Ich wurde regelrecht gezwungen, da mitzufahren. Und deswegen muss ich hier zusehen, dass wir noch so viel wie möglich fertig kriegen an Videomaterial. Ich meine, das Aufnehmen wird nicht das Problem sein, das Rendern wahrscheinlich auch nicht. Aber das Hochladen, weil ich für 20 Minuten Videos doch ziemlich lange brauche. Gibt es keine anderen Druckplatten? Also für so ein 20-Minuten-Video lade ich ja wirklich 4-5 Stunden hoch. Ist schon echt ein dicker Batzen. Und das macht das Ganze jetzt nicht leichter, weil es ja schon morgen losgeht. Aber das ist schon mal sehr schön, dass das hiermit klappt. Ist ja auch in dem Texture Pack besser zu erkennen, welches jetzt endlich gewachsen ist und welches nicht. Sondern platzieren wir gleich mal neues. So, schön grün ist das alles. War ja vorher hier, wenn ihr euch mal die Videos von vorgestern oder so anguckt, war ja alles so mit so einem kleinen Graustich verziert, dieses Gras und so. Und das wirkt hier einfach viel lebendiger. Und deswegen lassen wir das jetzt mal so drin. Wir nehmen jetzt keine Lichtshader oder irgendwas, weil wie gesagt, da schmiert es bei mir dann unregelmäßig ab und das verstehe ich gar nicht. Weizen. Können wir jetzt auch Tiere holen, aber wir werden uns ein Schwertchen zaubern, noch eine Schaufel. Und dann werden wir mal die erste Höhle da durchkämpfen, wenn es dann gleich wieder Tag ist. Machen wir 2 Staufeln. So. Weil die eine ist auch nicht mehr so frisch. Eisenspitzhacke haben wir und 2 Schwerter wären jetzt schon ganz cool. Wie sehen die eigentlich aus? Ah, wie Schwerter halt. So, und noch eins. Und den Rest laden wir mal gerade ab. Die Sticks, die lasse ich noch. Weil wir doch... Ach, was soll's, ich pack die mal hier rein. Weil wir doch noch Fackeln brauchen. Ach, ich mache das hier einfach erstmal zur Kramkiste. Ich habe jetzt da keinen Bock reinzulaufen. Pflastersteine könnte man auch so einen halben Stack dabei lassen. Ah ne, das ist der Monster. So, den halben Stack lassen wir drin. Fleisch, den Pfeil, nö. Nö. Tinte brauche ich auch nicht. Und die Knochen auch nicht. Und Fichtenholz sowieso nicht. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Wir haben auch nichts von dieser Kiefer. Wir haben nur noch Fichte. Fichtentreppen und, und. So, und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Fackeln, wenn ich mich jetzt nicht verguck. Fackeln, Kohle ist jetzt nicht hier draußen. Wo sind die Viecher? Wir haben jetzt wieder auf normal. Da ist der erste Creeper. Der ist ja auch jetzt hier besser zu erkennen. Naja, der hat so ein Skelett-Body so. Kohle. Wie viele Fackeln brauchen wir denn? Ich glaube, so ein 64er sollte reichen. Wir finden ja unterwegs bestimmt noch was, aber bestimmt auch kein Holz. Ja, wir haben zur Not noch ein paar Holzbretter mit.
Obwohl, da werde ich auch jetzt einfach mal so ein bisschen was hier lassen. So, damit sollten wir erstmal gerüstet sein. Ich werde uns auch noch nicht groß was an Rüstung zaubern. Ich weiß auch nicht, wie tief die Höhlen sind hier. Ich habe halt nur so beim Vorbeigehen gesehen. Ah, hier ist das schwarz, hier geht's runter. Alter, diese Bäume, wie schnell die wachsen. Und das ist ja jetzt scheiße. Nein, 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 nein. Hier waren wir doch eh schon. Bringt uns das Loch auch nichts. Hätte ich mal woanders gemacht. Wieso habe ich den nicht getroffen? Ich war einfach wahrscheinlich zu weit weg. Aber für Angro hat es bei dem irgendwie gereicht. Wollt ihr uns nichts tun am Tag? Stufe 20 auch schon, aber wir können halt noch nichts damit anfangen. Weil wir noch kein Obsidian haben und uns diesen komischen Zaubertisch noch gar nicht bauen können. Ne, Obsidian wäre das eine, Diamant ist das andere. Und ich glaube, hier oben war die Höhle irgendwo. Irgendwo? Ja, die war doch hier. Da ist er. Und wie gesagt, ich war hier auch noch nicht drin. Ich habe hier nur den Skelette gehört. Beim ersten Mal vorbeigehen. Bin dann mal gucken gegangen und tatsächlich haben denn die hier durchgeluschert. Oh, Fackeln? Ah, da leuchtet es doch schon wieder. Ah, das war ja voll die mächtige Höhle. Fett. Wo kommen wir hier jetzt raus? Geht's denn wenigstens weiter? Nee. Nee. Da ist nämlich unsere herkömmliche Steinecke da hinten. Genau. Da müssen wir bei den Wiesen gucken. Da sind auf jeden Fall Höhlen. Das verspreche ich euch. Das mit dem Holz haben wir jetzt gefixt da drin. Unsere Stallung hier ist auch soweit so gut. Wir haben jetzt auch unser erstes Weizen. Damit können wir ja dann Schafe und Schweine züchten. Warum verbrennt der nicht? Weil er am Wasser sitzt wahrscheinlich. Dann holen wir uns hier EXP. Na, du siehst ja aus wie so ein Robo-Freak hier. Alter, ich treffe ihn so schlecht im Wasser. Und der macht abnormalen Schaden. Der soll mal rauskommen und brennen und dann... Dann kriegen wir den schon. Marathonlauf. Ey, der trifft uns unter Wasser. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. La, 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 la. Hier war irgendwo eine Höhle, glaube ich. Genau hier. Aber ich will dieses Skelett gerade haben. Das reizt mich gerade so. Das war mal eine Herausforderung. Nee, so weit springt da bestimmt nicht rein. Der trifft uns ja fünfmal, ehe wir da sind. So, und dann gehen wir mal hier gucken, wer auf uns so wartet. Erstmal nicht viel. Auf jeden Fall haben wir Eisenkohle und... Ja... Ja, da kann man ja schon was erwarten jetzt. Aber wir fangen erstmal ganz easy an. Mit Kohle. Und einer Spitzhacke weniger. Ja, wir haben ja glücklicherweise die Eisenspitzhacke. Vielleicht könnten wir die auch nutzen. Ich glaube, hier werden wir bestimmt einiges an Eisen wiederkriegen. Denn es ist halb so tragisch, wenn wir die halt verlieren oder eben abnutzen. Eisen ist ja eh nicht der Rohstoff, mit dem man das ganze Spiel überspielen möchte. Irgendwann will ja man ja auch seine Diamanten finden und eventuell farmen und sammeln und ihr kennt das ja. Mit diesen ganzen Glückssachen und so. Gibbe doch alles. Kohle? Kohle. Warum ist das hier hell? Hab ich gerade Angst gekriegt? Ach, das ist der andere Eingang. Das war nämlich der andere Eingang, den ich gefunden hatte und der führt zur selben Höhle. Na, das passt doch. Dann haben wir nur eine Höhle erstmal für heute. Klingt jetzt erstmal ein bisschen schade, aber naja. Wir nehmen natürlich das, was wir kriegen können. Aussuchen können wir es nicht. So. Und, ne, ich dachte schon, da ist schon wieder ein Ausgang. Aber die Steine sind hier einfach zu hell, gerade mit der Beleuchtung, da kann das schon mal täuschen. Das ist ja auch Kies. Sieht jetzt nicht unbedingt mehr so aus wie vorher. Und wo gehen wir zuerst lang? Jetzt haben wir hier riesen Auswahlmöglichkeiten. Das ist ja echt krank. Ich überlege gerade, ob wir nicht nochmal zurückgehen und uns noch eine Eisenspitzhacke machen, weil ihr seht's ja. Das wird hier ein riesen Vorhaben.
Wir müssen auch wirklich, glaube ich, demnächst Diamanten finden und Obsidian, damit wir mal die Level nutzen können. Die braucht man doch für den, glaube ich, Zaubertisch Obsidian. Das habe ich ja schon mal so aus Spaß einfach gemacht. Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen uns nochmal gleich was mit Eisen basteln. Und dafür nehmen wir am besten das Eisen da oben noch mit, wollte ich gerade sagen. Ich stelle mich mal aufs Kies, wenn ich denn da drauf käme. Und es darf nicht runterfallen. Schön crouchen und abbauen da. So, erstmal nur zwei, dann packe ich die Kohle auch noch mit ein. Noch haben wir ja die Steinspitzhacke. Wir kennen jetzt die Wege hier rein. Okay, und da geht's auch direkt weiter. Aber das sieht wenigstens vielversprechend aus, weil das letzte Mal die Höhlen, waren es überhaupt Höhlen? Ich glaube, wir hatten nur eine kleine mit zwei Fledermäusen drin. Naja, war ein bisschen ernüchternd. Und deswegen freuen wir uns einfach mal über jedes bisschen Dunkelheit, was auf uns trifft. Und hier gibt es davon wohl ausreichend. Und jetzt mache ich eh wieder jedem Hoffnung, dass wir uns hier folgenlang aufhalten können. Und am Ende stehen wir immer der nächsten Sackgasse entgegen. So, die Steinspitzhacke ist auch echt gleich wieder down. Dann machen wir die noch fertig. Mit Ressourcen. Und dann geht's ab nach Hus. Vielleicht können wir dann auch pennen. Vielleicht passt das halbwegs ganz gut. Und so viel Kohle. Also Kohle werden wir nie wieder Probleme haben. Und hier ist mir auch schon die erste Sackgasse. Passt eigentlich. Weil ihr kannst natürlich nicht überall reingehen und soll auch für mich gar nicht überall hier stundenlang in den Abgrund gehen. Ist ja auch nicht so schön, wenn man nur am Buddel ist. Vor allem ich baue halt so gerne Sachen in Minecraft. Vor allem mit diesen ganzen Techniken und so. Es gibt ja auch diese Redstone-Kisten und Trichter und Comparator und das wird spaßig. Kann man bestimmt die geilsten Sachen mitmachen, wenn man Zeit und Lust hat. So, dann gibt es hier noch Kohle. Da, bada, bada. Und wenn wir den Abend durch haben, gehen wir wirklich nach Hause. Machen uns ein, zwei Eisenspitzhacken, vielleicht auch noch ein Harnisch. Also hier so eine Brustrüstung. Am liebsten würde ich auch die Level irgendwo jetzt schon ablegen können. In eine Truhe oder so. Aber das wird wohl nicht. Ups. Das wird wohl nicht, da werde ich wohl enttäuscht werden. Düdüb. Ja, und Höhlenmusik, ihr hört es ja wieder. Sind jetzt auch die ein oder anderen Tracks mit bei, die wir vorher nicht hatten. Weil ich ja von meinem Partnernetzwerk eine Musikbibliothek gestellt kriege und die kostenlos nutzen darf. Bisher war ja nur Incompodech und jetzt ist halt noch, oh, ich komme gerade nicht auf den Namen von der Website. Ist auf jeden Fall auch, die haben eine riesen Auswahl an jeglichen Kram. So, Kohle reicht. Ich höre hier auch schon wieder Zombies überall knurren. Und das ist für uns kein gutes Zeichen. So, die Kohle natürlich auch mit. Ich habe gesagt, den ganzen Arm nehmen wir noch mit hier. Den Seitenarm und da unten warten sie irgendwo schon auf uns. Aber das Schlimmste wären halt immer Creeper. Zombies sind halb so wild. Die gibt man einen Hit, geht einen Schritt zurück. Gib dir nochmal einen Hit, geh wieder einen Schritt zurück. Und die können einen dann mal gar nicht. Aber ich sehe sie noch nicht. Da oben ist er. Hey, du bist ja putzig. Na? Wetten, du kommst hier nicht an mich ran. Wetten das? Wetten? Ich sag's ja. Oh, noch mehr Eisen, noch mehr Kohle und noch mehr Zombies. Von da oben kommen die jetzt immer. Geh mal weiter links, damit ich hier deinen Loot einsammeln kann, falls du was droppst. Ja, ein Gehirn. Verrottetes Fleisch ist das. Ja, und dann ab nach Hust. Scheint, als wäre es auch Nacht. Nee, eben nicht. Deswegen sind sie ja hier, sonst wären sie ja überall draußen. So, und dann schnell nach Hause. Das coole Zeug wegbringen. Boah, 2,5 Stacks. Das lohnt. Und ich glaube, da geht's lang. Ja. Boing, 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 boing. Und noch läuft Minecraft. Deswegen denke ich einfach mal, dass es wirklich an diesen
enormen Spezial-Shader-Dingern lag. So, ich packe hier erstmal alles rein. Das Eisen kommt da rein. Genau. 40 Eisenbarren, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Sparren mehr. Wir haben ja jetzt so viele Sticks, wollte ich machen. Ja, wir hatten ja keine mehr. So. Holz ist erstmal halb so wichtig. Genau, da machen wir zwei Spitzhacken und ein Schwert, wollte ich gerade sagen. Nein, es war eine Schaufel. Natürlich war es eine Schaufel, waren ja aus zwei Sticks. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr mit den Steinschwertern rumkloppen. Ist natürlich doof, dass wir die jetzt gecraftet haben und gar nicht nutzen. Aber das Eisenschwert wird die Zombies und Creeper auch wahrscheinlich viel schneller erlegen. Und es geht ja darum, dass wir die halbwegs schnell erlegen. Gucken wir. Ne, das legen wir natürlich ab. Weil, falls wir doch drauf gehen, dann haben wir sonst gar nichts. Und dann müssen wir auch demnächst mal Ordnung schaffen mit unseren Kisten.